Da spare ich noch ein bisschen. So, hier haben wir den nächsten. Willkommen bei Sarenus Applications. Interessieren Sie sich... Oh, Shepard! Kennen wir uns? Nein, aber ich kenne Sie. Selbst ein seniler Hanna erinnert sich an den Menschen, der die Geth zurückgeschlagen hat. Ich dachte, Sie wären tot. Ja, das kriege ich oft zu hören. Bitte, sehen Sie sich nur um. Es ist eine Freude, Sie bei uns zu haben. Ich möchte etwas kaufen. Ja, heutzutage läuft alles automatisch. Da drüben steht ein Katalog-Interface. Vor nicht allzu langer Zeit war hier ein Volus. Hat er eine Kreditkarte fallen lassen? Oh, ja, er hat ein paar Treiber für sein Umweltsystem gekauft und ist dann ohne seine Karte gegangen. Als ich es bemerkt habe, war er schon weg. Falls Sie ihn sehen, sagen Sie ihm, dass ich sie hier unter dem Ladentisch verwahre. Wissen Sie, ich bin gerade in einer sehr wichtigen Mission unterwegs. Natürlich sind Sie das. Mit was anderem gibt sich der Retter der Citadel doch gar nicht ab. Das Problem sind die verdammten Bürokraten. Sie besorgen mir die neuesten astrographischen Daten nicht. Und mit Sternenkarten von 2183 kann man die Galaxie nicht retten, stimmt's? 2183? Warum nicht gleich ein Rechenschieber und das Ganze mit Augenmaß berechnen lassen? Eben. Und deshalb brauche ich einen verlässlichen Lieferanten, der mir Updates im Großhandel verkauft. Großhandel? Natürlich, Shepard. Alles, was ich zum Kampf gegen die Geth beisteuern kann, gehört ihm. Boah, der habe ich ja richtig geschmiert. Shepard ist aber ein wahrer Überlebenskünstler. Alter, sind das Preise, ey. Oh, aber ein Gruppenbonus plus 40. Also ich muss den Unbekannten mal pumpen. Ich muss ihn mal anpumpen. Ich brauche Geld und zwar richtig viel Geld. Das ist alles zu wenig. So, Irashimas, was hast du überhaupt? Man kriegt hier draußen kein frisches Fleisch. Aber sie werden auf der ganzen Station... Was will ich denn jetzt eigentlich? Achso, wir sollten mit Garrus hier wieder nach unten gehen. Dann gehen wir erstmal nach oben. Dim, 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 dim. Der Shepard-Gedächtnisplatz auf Elysium wurde zur heißesten Hochzeitslocation des Jahres gewählt. Ah, schön. Da habe ich das Ding aufgestellt. So, speichern wir ab. Und dann... Der Typ tut mir leid, den wir verhören dürfen. Ja? Ich muss jetzt gehen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie noch was brauchen. Ja? Sind Sie bereit, Callum zu verhören? Das wird unsere Also nächste. Gut. Sagen Sie Bescheid, wann es losgeht. Sind Sie bereit, Callum zu verhören? Bringen Sie ihn her. Wir haben vielleicht nicht viel Zeit. Ich kümmere mich darum. Warten Sie hier. Einige Stunden später. Könnten auch Minuten sein. Wir haben Callum. Sagen Sie, Bailey, wir sind soweit. Er erwartet von mir, dass ich ihn da raushol. Heute wohl kaum. Captain, sein Anwalt ist hier. Ich wette, Elias hat seine VI so eingestellt, dass sie verständigt wird, sobald Seesicherheit sich ihm auf weniger als 10 Meter nähert. Ich halte ihn auf. Gehen Sie rein und beeilen Sie sich. Wir sollten ihn gemeinsam verhören. Und immer Druck machen. Haben Sie eine Idee, welchen Ansatz wir verfolgen sollten? Er, der Böse. Ist das wirklich eine gute Idee? Ja. Ist es unten, also bitte. Überzeugen Sie ihn davon, dass eine Kugel in den Kopf auf ihn wartet, wenn er nicht auspackt. Wenn er Angst hat, wird er bestimmt kooperieren. Also gut. Ich werde ihm vorspielen, dass wir bereit sind, ihn zu töten. Wir können aber nicht zu viel Druck machen. Die Information ist so wichtig, dass wir uns keine Leiche erlauben dürfen. Machen Sie mich los, Bailey. Mich einfach hierher zu verschleppen, also wirklich. Wer zum Teufel sind Sie beide? Hm.
Ich heiße Shepard. Ich bin ein Spectre. Beweisen Sie das. Ich muss gar nichts beweisen. Spectres stehen über dem Gesetz. Ist das klar? Kristallklar. Gut. Zu Ihrem Glück bin ich nicht hinter Ihnen her. Sie haben einen Attentäter angeheuert. Wer ist das Ziel? Joram Talid. Ein Turianer. Führt gerade Wahlkampf. Er lebt in den 800 Blocks. Danke. Wir werden uns nicht wiedersehen. Nichts für ungut, aber als Problem sind Sie für mich viel zu unbedeutend. Das könnte als kürzestes Verhör aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Das ging schnell. Das hat mal länger gedauert. Was steckt dahinter? Warum hat Kelhelm den Jungen angeheuert? Für ein Attentat auf einen Turianer namens Joram Talid. Kennen Sie ihn? Joram? Sicher. Vielleicht haben Sie ja seine Plakate schon gesehen. Er hat versprochen, dem organisierten Verbrechen im Bezirk ein Ende zu bereiten. Das Problem ist nur, dass seine Botschaft in der ganzen Rassenpolitik untergeht. Er ist ein Menschenhasser. Mir ist völlig egal, welche Politik Joram verfolgt. Es geht hier nicht um ihn, sondern um Thanes Sohn. Ihnen mag es egal sein, aber die Leute, die hier leben, sehen das anders. Sergeant, holen Sie ein Einsatzfahrzeug. Die beiden müssen zu den 800 Blocks. Ja, Sir. Die drei. Da ist er. Wie wollen Sie vorgehen? Folgen Sie Talid über die Wartungsstege. Sagen Sie mir, was er tut. Durch den Kroganer-Leibwächter müsste er leicht zu verfolgen sein. Wo werden Sie sein? In der dunkelsten Ecke mit der besten Aussicht. Amonkira, Herr der Jäger. Lasse meine Hand ruhig, mein Zielauge sicher und meine Füße flink sein. Und sollte das Schlimmste sich ereignen, gewähre mir Vergebung. Der ist gut. Der ist wirklich gut. Es war wunderbar, mit Ihnen allen zu sprechen. Ich hoffe sehr, dass Sie zur Wahl kommen werden. Ich bin an ihm dran, Thane. Er spricht mit einigen Wählern. Verstanden. Sind Sie in Position? Ja. Es war wunderbar, mit Ihnen allen zu sprechen. Ich hoffe sehr, dass Sie zur Wahl kommen werden. Ich folge ihm. Ich auch. Haben Sie ihn? Jetzt redet er mit einem anderen Wähler. Irgendein Zeichen von Colliard? Nein. Ich wechsle die Position und bin dann irgendwo vor ihm. Es war wunderbar, mit Ihnen allen zu sprechen. Ich hoffe sehr, dass Sie zur Wahl kommen werden. Muss man auch aufpassen, okay, wir sind langsam. Haben Sie das Ziel im Blick? Jo, hab ich. Ziel in Sicht. Wo ist denn der? Ich bin fast in Position. Er lässt den Leibwächter die ganze Arbeit machen. Dadurch kann er leugnen, etwas damit zu tun zu haben. Kein Anzeichen von Ärger. Die haben sie eilig. Hey,
Sag mal, was ist denn mit den Türen los hier? Gehen auf und zu. Zusammenbleiben, Shepard. Sie müssen an ihm dranbleiben, sonst verlieren. Was macht er? Ich habe keinen guten Blickwinkel. Was macht er gerade? Einer seiner Wächter redet mit dem Bisher keine Probleme. Ja, ich verheiz gerade ein paar Texte, das ist schlecht. Irgendwie sehe ich ihn nie. Vielleicht erledigen Sie mal die Arbeit, für die ich Sie bezahle. Er trifft einige Söldner. Vermutlich dieselbe Truppe, von der er auch seinen Leibwächter her hat. Er wirkt nervös. Möglicherweise hat er sie bemerkt. Vielleicht hat er auch Collyard irgendwo entdeckt. Bewerben sich um ein Amt. Viele Leute beobachten sie. Jawohl, Sir! Hey, wer sind Sie? Ich habe für sowas keine Zeit. Das ist Collyard. Ah! Collyard! Rufen Sie TCR! Thane! Hab's gesehen. Er ist auf dem Weg zu Talits Wohnung. Das ist ein Witz. Jetzt? Jetzt tauchst du auf? Helfen Sie mir, Grill. Ich tue alles, was Sie verlangen. C-Sicherheit. Die Waffe runter. Aus dem Weg. Ich verziehe mich und ihn nehme ich mit. Draußen sind Scharfschützen. Ich brauche deine Hilfe nicht. Alle zurück. Ich leg ihn um. Tja, wenn das so ist. Nein, das werden sie nicht. Oh Gott! Geiseln funktionieren nur dann, wenn ihrem Feind an deren Leben etwas liegt. Interessante Lösung. Er war ein Rassist und ein Verbrecher. Reicht das nicht? Manchen schon, vermute ich. Ich habe deine Akte gelesen. Ist das nicht dein Job? Leute umbringen, die böse Dinge tun? Nehmen Sie den Jungen fest. Du Mistkerl! Ihr Vater und ich haben viele Leute ausgeschaltet, aber Sie nicht. Und es gibt keinen Grund, damit anzufangen. Ich habe seine Akte gelesen. Wieso war es für ihn in Ordnung, so viele Jahre als Killer zu arbeiten? Ich war 6 Jahre alt, als die Anna mit meiner Ausbildung begann. Ich kannte nichts anderes. Deine Mutter hat mich aus meinem Kriegswahn rausgeholt. Warum hast du sie dann verlassen? Warum warst du nicht da, als sie gestorben ist? Deine Mutter. Sie haben sie umgebracht, um an mich heranzukommen. Es war meine Schuld. Was? Nachdem ihr Körper der Tiefe übergeben worden war, habe ich sie gesucht. Ihre Mörder. Und deren Auftraggeber. Ich habe ihnen wehgetan und sie schließlich getötet. Als ich zu dir zurückkam, warst du älter. Ich hätte bei dir bleiben müssen. Es ist wohl mein Pech, dass du so lange gewartet hast, was? Collyard, ich habe aus dieser Welt viele böse Subjekte entfernt. Du bist das einzig Gute, was ich jemals hinzugefügt habe. Sie sollten dieses Gespräch nicht vor Fremden führen. Bringen Sie Collyard und seinen Vater aufs Revier.
Geben Sie ihnen ein Zimmer und so viel Zeit, wie Sie brauchen. Es überrascht mich, dass Sie nicht versuchen, uns alle zu verhaften. Der Junge hat offensichtlich noch nie zuvor ein Verbrechen begangen. Beim Vater bin ich nicht so sicher. Ich muss zurück aufs Revier. Kommen Sie, ich nehme Sie mit. Dane hat die Angelegenheit mit seinem Sohn geklärt. Nun sollte ihn nichts mehr von der Mission ablenken können. Danes persönliche Angelegenheit hat Probleme mit der Politik der Citadel ans Licht gebracht. Möglicherweise müssen Elias, Kelham und ähnliche Verbrecher unterstützt werden, um gegen die Vorurteile Menschen gegenüber vorzugehen. Bailey von C-Sicherheit bietet eine mögliche Rekrutierung an. Wie viel? Erhöht Gesundheitsschadenbau. Das ist gut. Dane kriegt ein neues Outfit, damit ist er auch loyal. 30.000, sehr gut. Ich kann mal Credits finden. Mist, da habe ich ja doch was übersehen. Naja. Budum. Sie sind schon eine ganze Weile da drin. Der Junge hat viel durchgemacht. Ich habe Nachforschungen in den Archiven der C-Sicherheit angestellt. Vor etwa 10 Jahren wurden mehrere ziemlich üble Typen erledigt. Als hätte jemand mal gründlich sauber gemacht. Hauptverdächtiger war ein Drell. Wir haben ihn nie erwischt. So jemand bedeutet eine Art von Ärger, mit der Sie nichts zu tun haben wollen. Jemand muss sich aber darum kümmern. Allerdings nicht unbedingt ich. Wie ist es gelaufen? Unsere Probleme sind nichts, was ich mit ein paar Worten aus der Welt schaffen könnte. Wir werden weiterreden und sehen, was daraus wird. Ihr Sohn hat einige Leute erschossen. Keinen, an dem mir etwas liegt, aber trotzdem. Wir wissen beide, dass der Junge in der Mühle des Systems den Rest seines Lebens verbringen wird. Und diese Typen waren nur ein Haufen überflüssiger Haut, Schuppen, was auch immer. Wenn Sie einen anderen Vorschlag haben, ich höre zu. Geben Sie ihm einen Job. Er kann seine Schuld gegenüber der Gesellschaft abarbeiten und Sie können ihn im Auge behalten. Das wäre noch mehr Arbeit für mich. Und ich kann ihn nicht einfach für C-Sicherheit rekrutieren. Das muss offizielle Kanäle durchlaufen. Von C-Sicherheit habe ich kein Wort gesagt. Ich meinte, er soll für Sie arbeiten. Interessant. Ich werde darüber nachdenken. Danke, Captain. Wie ist die Animation, ja. Die Animation irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ein bisschen broken. Ja, danke fürs Zusehen. Das war Mass Effect 2. Nächste Runde geht an mich. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.